Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über meine Neuzugänge aus dem Monat April sprechen. Ja, ihr seht richtig, es sind noch ein paar Tage hin, bis der Monat sich dem Ende zuneigt. Aber ich kann euch jetzt schon sagen, dass diesen Monat keine weiteren Bücher mehr bei mir einziehen werden. Es sind alle Rezi-Exemplare da, die ich angefragt habe. Alle weiteren kommen erst Mitte bis Ende Mai auf den Markt. Von daher weiß ich, dass da jetzt in den nächsten Tagen nichts mehr eintrudeln wird. Heute Morgen sind gerade noch 2 Stück angekommen und die werde ich natürlich gleich noch ins Video mit aufnehmen. Aber ansonsten habe ich tatsächlich nichts mehr offen. Dann habe ich gestern gefühlt meine Niere verkauft für eine Convention, die nächstes Jahr stattfindet. Im Mai nächstes Jahr gibt es nämlich eine Shadowhunter Convention in Düsseldorf und es wurde zum allerersten Mal in, ich glaube, fast 10 Jahren Jensen Ackles angekündigt. Ja, dann kamen die Fototickets quasi auf den Markt und ich sage euch, man muss eine halbe Niere verkaufen. Mindestens eine halbe, wenn nicht sogar eine ganze, für ein Fototicket. Wir haben Gott sei Dank eins ergattert, die sind auch auf 250 limitiert. Aber darum soll es jetzt nicht gehen. Auf jeden Fall habe ich sehr viel Geld ausgegeben. Ich fliege am Wochenende noch nach London und dementsprechend wird diesen Monat nichts mehr einziehen. So, jetzt starten wir aber mit dem, warum ihr eigentlich eingeschaltet habt, nämlich meinen Neuzugängen. Ich greife wie immer einfach auf den Stapel hier drauf. Das ist nicht sortiert, nicht nach Lieferdatum etc. sortiert, sondern einfach so, wie ich es aus dem Regal gezogen habe oder aus meinem Sub- und Rezi-Exemplar-Wagen. Und das erste Buch, das ich euch zeigen möchte, ist A Curse on Broken von der Evie Kasi. Ich glaube, sie wird so ausgesprochen. Steinigt mich, ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, könnt ihr es mir gerne sagen. Wie ich finde, eines der schönsten Cover, die es aktuell auf dem Markt gibt oder aktuell auf den Markt kommen. Ich bin ja sowieso ein Riesenfan von diesen ganzen Hexencovern. Wurde da bei Silent Creek leider auch sehr enttäuscht. Aber ich werde das Buch zusammen mit Evie lesen. Nicht mit der Evie, sondern mit meiner Evie. Und da bin ich auch schon sehr, sehr gespannt. Kann sie ihm helfen, den dunklen Blutfluch zu brechen? Gemma Stone ist eine moderne Hexe, die in den sozialen Medien zeigt, wie man die Kräfte der Magie im Alltag nutzen kann. Eines Tages trifft sie den attraktiven und mysteriösen Darren, der dringend ihre Hilfe braucht. Er will endlich den Blutfluch brechen, der ihn daran hindert, gewisse brisante Informationen ans Licht zu bringen. Schon bei Gemmas und Darrens erster Begegnung fühlen sie eine beinahe magische Anziehungskraft. Und je mehr Zeit sie miteinander verbringen, desto tiefer wird ihre Verbindung. Doch Darren hat ihr nicht die ganze Wahrheit über sich gesagt. Und während Gemma versucht, den Fluch zu brechen, stößt sie auf seine dunklen Geheimnisse. Geheimnisse, die ihre Welt in Flammen aufgehen lassen können. Und jetzt hat der Hund in sein Körbchen gekotzt. Yay, wir sehen uns gleich wieder. So, Gefahr gebannt. Irgendwas stimmt aktuell auch nicht mit ihr. Also wenn das nach London immer noch so ist, dann wird es mal Zeit für den Doc. Aber machen wir jetzt weiter mit den Büchern. Das nächste Buch, das hier eingezogen ist, ist War and Queens von Jennifer L. Armentrout. Das ist der vierte Teil der Liebe kennt keine Grenzen rein, der From Blood and Ash Reihe. Ich sehe gerade, hier hängt immer noch der Spiegel-Bestseller Sticker drauf, den machen wir hier gerade mal live ab. Das ist eigentlich das Erste, was ich bei Büchern mache. Erstmal diesen Sticker ab und muss leider auch immer fast weinen, wenn er nicht richtig abgeht. Ja, wie ihr wisst, ist die From Blood and Ash Reihe einer meiner aller liebsten Reihen in meinem Regal. Also ich habe ja mittlerweile auch alle von den Büchern, bis auf dieses hier, in der Chester Fandoms Sonderedition, weil der Buchschnitt einfach so hübsch ist. Hier, den habe ich leider nicht mehr bekommen, aber ich habe das Buch jetzt als Rezi-Exemplar zur Verfügung gestellt bekommen. Wenn ich nachträglich nochmal irgendwie an dieses Buch komme, dann werde ich das hier natürlich wieder an einen von euch vermutlich verlosen und oder verschenken. Das ist ja ein Rezensionsexemplar. Und ja, mir dann das andere kaufen, weil das einfach eine Reihe ist, die ich total klasse finde und die vermutlich auch für immer hier bleiben darf. Ich habe jetzt schon ein paar Mal auf Bookstagram gehört, dass es als schwächster Teil empfunden wird.
Und da habe ich auch mit der Stefanie Hasse drüber gequatscht. Und die meinte, ja, die meisten meinen wahrscheinlich das Ende. Sie hat sich aus Versehen gespoilert was, und weiß, dass sie mit dem Ende klarkommt. Ich bin mal gespannt, wie es mir geht. Ich weiß noch gar nicht, was passiert. Von daher lassen wir es mal auf uns zukommen. Ich werde euch jetzt den Klappentext vorlesen. Wie gesagt, das ist der vierte Teil einer Reihe. Wenn ihr das noch nicht gelesen habt, also 1 bis 3 plus Band 1 des Prequels, dann skippt mal weiter, bis ich das nächste Buch hochhalte. Ihr wisst ja, in meinem Neuzugänge-Monats-Video lese ich immer die Klappentexte von dem Buch, das ich in der Hand halte, vor. Und ja, da kann es zu Spoilergefahr kommen. Also, wer es noch nicht gelesen hat, bitte einmal weiter skippen. In den Schatten erwachen uralte Mächte, die die Schrecken längst vergangener Zeiten mit sich bringen. Eine fatale Prophezeiung droht sich zu erfüllen und die Blutkönigin schickt sich an, die Königreiche Atlantia und Solis zu unterwerfen. Die auserwählten Poppy bleibt nichts übrig. Der auserwählten Poppy bleibt nichts anderes übrig, als gegen die Blutkönigin in den Krieg zu ziehen. Doch ihre Erzfeindin hat einen verhängnisvollen Trumpf in der Hand. Castile Dania ist in ihrer Gewalt. Der König von Atlantia und Poppys große Liebe. Dann dürfte ein Buch hier einziehen, das auf Bookstagram sehr gehypt wurde und vor allem auch auf BookTok sehr gehypt wurde. Ich bin ja nicht immer so der Fan von diesen Hype-Büchern, weil man da auch sehr oft enttäuscht wird. Aber dieses Mal habe ich mir gedacht, so, auf diesen Hype-Fan steigst du jetzt mal drauf und fährst mal eine Runde mit ihm. Und ich muss sagen, ich bin es jetzt gerade am Lesen. Bisher finde ich es richtig, richtig gut, auch wenn ich noch nicht weiß, trotz dieser, ja, dass ich über der Hälfte bin, ich weiß noch nicht, wo es hinführt. Also, meine Nase juckt, sorry. We will see. Ich werde natürlich im Lesemonat darüber berichten. Ich werde es nämlich auf jeden Fall noch vor London beenden. Ich muss ein paar Bücher noch vor London beenden, damit ich die noch in meinen Lesemonat packen kann. Beziehungsweise, weil es auch Buddy-Reads sind, die während meines Aufenthalts dort beendet werden würden. Und da ich mit den Mädels trotz der Entfernung über das Finale sprechen möchte oder über das Buch sprechen möchte, will ich sie halt gerne noch im Vorfeld beenden. Ja, hier erscheint auch nächsten Monat, glaube ich, der zweite Band. Aber zu dem erzähle ich euch mehr in meinem Neuerscheinungsvideo. Der Deal ist simpel. Ein Jahr lang soll die 19-jährige Cecilia Horner zu ihrem Vater nach Triple Falls ziehen und in dessen Fabrik arbeiten. Im Gegenzug erhält sie Zugang zu seinem Vermögen. Angewiesen auf das Geld, um ihrer kranken Mutter zu helfen, willigt Cecilia ein. Nichts ahnt, dass sie als Tochter des Chefs dort nicht den einfachsten Stand haben wird. Doch das ändert sich, als sie Sean kennenlernt. Der attraktive Kollege macht sie mit seinen Freunden bekannt, einer Gruppe junger Männer, die alle nach ihren eigenen Regeln leben und dasselbe Rabentattoo tragen. Verwirrt von ihren Gefühlen für Sean, aber auch für dessen geheimnisvollen Kumpel Dominic, ist Cecilia entschlossen, das Jahr zu nutzen, um herauszufinden, was und vor allem, wen sie wirklich will. Das nächste Buch, das ich euch zeige, gehört zu der Kategorie Wohlfühlbuch für mich. Es ist nämlich der dritte Band der Cherry Hill-Reihe Place to Belong von Lily Lucas. Ich habe ja ihre Queen Valley-Reihe schon geliebt. Die Cherry Hill-Reihe Band 1 und 2 fand ich auch total klasse. Und jetzt bin ich sehr, sehr gespannt auf den dritten Band. Ich wollte das Buch eigentlich mit nach London nehmen, habe dann aber überlegt, weil wir ja nur mit Backpacker fliegen, ob ich tatsächlich ein Buch mitnehmen soll oder ob ich einfach ein Kindle mitnehme, damit einfach der Platz safe ist. Ich würde nämlich gerne in London auch noch in einen Buchshop gehen und mir da vielleicht ein oder zwei Bücher mit nach Hause nehmen, die es halt hier nicht zu kaufen gibt. Und da würde ich mir ungern den Platz, ja, zumüllen. Das wäre auf jeden Fall ein Kandidat gewesen, aber scheidet dann jetzt aus. Das heißt, ich werde ihn vermutlich dann jetzt im Mai lesen. Als die Journalistin Maggie Gardner auf Cherry Hill eintrifft, wird sie von den McCarthy-Schwestern mit offenen Armen empfangen. Sie soll für mehr Publicity für das neue Baumhaushotel sorgen. Flynn, der die gemütlichen Baumhäuser auf der Farm entworfen hat, soll ihr gleich alles zeigen. Obwohl Flynn Journalistin nicht ausstehen kann, beginnt es zwischen ihm und Maggie leise zu knistern. Bald schon fühlt sich Maggie auf Cherry Hill wie zu Hause. Wie soll sie Flynn und den McCarthy-Schwestern, die sie ins Herz geschlossen hat, jetzt noch sagen, warum sie wirklich hergekommen ist? Kommen wir zu einem weiteren Buch, das ich gerade lese.
Throne of Glass 7, der finale Band, durfte endlich bei mir einziehen. Und ja, wir sind ihn gerade am Lesen. Ich muss auch meinen Abschnitt für heute noch lesen. Also das war so der Stand von gestern. Es ist halt auch einfach ein dicker Schinken. Es ist ein 1100-Seiten-Buch. Da bist du halt nicht, mir nichts, dir nichts durch. Normal machen wir immer Buddy-Read-Abschnitte so zwischen 40 und 60 Seiten, je nachdem, wie die Kapitel sind. Hier haben wir es ein bisschen großzügiger gemacht. Ich glaube, da sind die Buddy-Read-Abschnitte so um die 80 Seiten, weil wir sonst einfach einen ganzen Monat an diesem Buch lesen würden. Aber ich muss auch sagen, es ist so spannend. Es ist halt einfach das Finale. Es ist total episch. Da fällt es einem auch nicht auf, dass man auf einmal 80 Seiten gelesen hat. Aber mehr dazu in meinem Lesemonat. Und jetzt gibt es den Klappentext. Also wer die Reihe noch nicht gelesen hat, bitte unbedingt weiterskippen, weil ihr euch sonst spoilert. Und glaubt mir, zu dieser Reihe wollt ihr euch nicht spoilern. Da wollt ihr jede Seite aufsaugen. Eine Sklavin, die jeder verachtete. Ein Champion, an den niemand glaubte. Eine Assassinin, die alle fürchteten. Aelin alias Selena hat für ihre Freunde und ihr Volk alles riskiert und zahlt dafür einen hohen Preis. Eingesperrt in einen eisernen Sarg muss sie Dunkelheit und Folter ertragen, gegen die ihr Feuer machtlos ist. Doch ihr Wille ist mächtiger als je zuvor. Ihr Wille, mit ihrem Gefährten vereint zu sein. Ihr Wille, als Königin nach Hause zurückzukehren. Ihr Wille, diesen letzten Krieg für Irelia zu gewinnen. Ach, da kriege ich direkt Gänsehaut. Das nächste Buch, das ich euch in die Kamera halten werde, habe ich euch bereits vorletzten Monat, glaube ich, gezeigt. Und da ist auch das Buch bei mir eingezogen als Taschenbuch. Jetzt durfte The Baby Melt noch als Hardcover Sonderedition Limited Edition aus der Bücherbüchse bei mir einziehen. Die Evie hat nämlich bestellt und wir wollten Sammelversand machen, wir wollten auf 100 Euro kommen. Und deshalb haben wir das Buch hier zusammenbestellt. Ich habe euch ja auch schon in meinem vorigen Lesemonat davon erzählt, also muss ich gar nicht mehr so viele Worte drum machen. Ich lese euch einfach den Klappentext vor und dann machen wir weiter. Ihre Gefühle hält Darcy seit Jahren unter Verschluss. Niemand weiß, wie hart das letzte Jahr für die junge Köchin im Sternerestaurant Prisma war. Wie weh es tat, als Nicholas, der älteste Sohn der Restaurantbesitzer, seine Heimat Goldridge auf der Suche nach Freiheit verließ. Wie besonders ihre Verbindung war, als Nick auf einmal wieder auftaucht und ganz selbstverständlich ein Foodstyling-Projekt initiiert. Kann Darcy ihre Wut kaum im Zaum halten. Da sie für ihre kreative Ader bekannt ist, fällt ausgerechnet ihr die Aufgabe zu, die feinen Gerichte für Nicks Fotos in Szene zu setzen. Mit Genugtuung bemerkt sie, dass er ohne sie aufgeschmissen ist, aber auch, wie hervorragend sie sich immer noch ergänzen. Darcy fühlt sich nicht nur von Nick verraten, der sie im Stich ließ, sondern auch von ihren Gefühlen, die plötzlich in ungeahnter Intensität aufflammen. Dann durften gleich drei Bücher aus dem Hause Kiss hier bei mir einziehen. Zum einen war das Du irgendwo. Und das hatte ich eigentlich als Rezensionsexemplar angefragt. Das habe ich euch auch im vorigen Video schon erzählt. Es kam aber irgendwie nicht an. Und dann habe ich beim KISS, was waren das? Nicht Programmvorstellung, sondern ich glaube, es war so ein Q&A mit zwei Autorinnen, beziehungsweise einem Autor und einer Autorin. Und da habe ich ein Buch gewonnen und habe dann gesagt, ja, dann schickt mir das. Das kam irgendwie nicht bei mir an. Dann sagten sie, ja, du solltest das aber, wenn du es angefragt hast, schon als Rezensionsexemplar bekommen und dann such dir einfach ein anderes aus. Und dann habe ich mir dieses hier ausgesucht. Ja, lustigerweise, das habe ich euch auch schon erzählt, kamen dann die beiden eben zusammen an, in einem Paket, mein Gewinn und dann halt nochmal das Rezi-Exemplar. Und am gleichen Tag kam das hier nochmal bei mir an. Ja, ich habe es dann an eine liebe Freundin verschenkt, von daher, ja, hat die sich auch sehr gefreut. Ich erzähle euch aber jetzt natürlich gerne, um was es in den beiden Büchern geht. Lügen. Ein ganzes Leben voller Lügen. Victoria ist völlig schockiert, als sie mit 19 herausfindet, dass sie adoptiert wurde. Wie konnten ihre Eltern ihr das nur verschweigen? Und wer ist die Frau, die sie weggegeben hat? Warum wollte sie sie nicht? Diese Fragen machen Vic verrückt. Und wäre da nicht Jack, hätte sie bereits den Verstand verloren. Jack, ihr bester Freund, ihr Lieblingsmensch, ihr Fels in der Brandung. Sie braucht ihn jetzt mehr denn je. Doch ein einziger Kuss ändert zwischen ihnen alles und nach einem gemeinsamen Roadtrip durch die Highlands auf der Suche nach Vicks Mutter wird nichts mehr sein wie zuvor. Und wer jetzt sagt, die Namen kommen mir doch sehr bekannt vor, Vic und Jack? Ja, bei Because It's True Band 1
gab es nämlich auch eine Kurzgeschichte über die beiden. Da ging es aber mehr um Jack, aber da lernen wir die beiden kennen. Und ja, jetzt gibt's den zweiten Band der Because It's True-Reihe. Da wurde ja quasi 4 Autorinnen vorgegeben, schreibt eine Geschichte zu der Thematik eine Lüge, eine Wahrheit und eine Lüge, von der ihr glaubt, dass sie wahr, oder von der ihr wünscht, dass sie wahr wäre. So. Und in Band 2 sind es eben Nicola Hotel und Anja Omar, die ihre Geschichte schreiben. Und da erzähle ich euch natürlich gerne, um was es geht. Also, die Geschichte von Anja Omar heißt 1000 Gefühle. Für Aminata wird ein Traum wahr. Sie veröffentlicht seit Jahren Bücher in Eigenregie, wollte aber immer bei einem großen Verlag erscheinen. Nun liegt ihr nicht nur ein Verlagsangebot vor, sondern gleich 2. Und das alles wegen eines Videos. Eines Videos über ihre neueste Geschichte, das viral gegangen ist. Doch dann bekommt sie eine Nachricht, die ihren Traum platzen lassen könnte, wie eine Seifenblase. Aminata soll das Video löschen. Sie hat dafür ohne Erlaubnis Bilder von einem Mann namens Alex benutzt. Und Alex ist alles andere als amüsiert darüber, dass er neuerdings bei der Arbeit auf sein vermeintliches Doppelleben als Held eines Fantasy-Liebesromans angesprochen wird. Nur kann Aminata das Video nicht löschen, nicht ohne ihren Traum zu gefährden, also hackt sie einen Plan aus. Und die Geschichte von Nicola Hotel heißt Ein einziger Kuss. Ein Jahr, ein ganzes Jahr war Haber von ihrem Freund getrennt, weil Sam zum Studieren nach Paris gegangen ist. Jetzt ist er endlich wieder zu Hause und alles ist irgendwie seltsam. Früher hat sich ihre Beziehung so natürlich, so leicht angefühlt. Jetzt hingegen gehen sie vorsichtig, zögernd und steif miteinander um. Liegt es nur an der langen Trennung oder an dem Geheimnis, das Haber mit sich herumträgt? Sie kann sich nicht entscheiden, ob sie Sam anvertrauen soll. Und dann schlägt eine ihrer Freunde ein Spiel vor. Ein Spiel, in dem es um nichts anderes als Wahrheiten und Lügen geht. Und das dritte Buch, das aus dem KISS Verlag bei mir einziehen durfte, ist It Happened One Summer. Das ist ja auch so ein TikTok-Trend gewesen, ist nicht so hardcore wie The Ravenhood, aber das ist ein Buch, das auf jeden Fall auch im englischsprachigen Bereich und im englischsprachigen TikTok-Bereich sehr, sehr bekannt ist, würde ich das mal nennen. Es ist auch fast das gleiche Cover wie im Englischen, also es hat wirklich nur so ein paar Änderungen, wie zum Beispiel das Kleid. Auf dem englischen Cover trägt sie ein rotes Kleid und er hat, glaube ich, eine andere Mützenfarbe oder... Ja, es sind nur so Kleinigkeiten. Auf jeden Fall, wer das deutsche Cover sieht, der weiß genau, um welches Buch es sich handelt. Es hat ja auch einfach den gleichen Titel, es wurde nichts geändert. Und das gefällt mir auch immer sehr gut, weil ich es immer verstörend finde, wenn das Buch im Englischen total anders heißt und aussieht wie im Deutschen und man dann auf einmal das Englische und das Deutsche im Regal hat und gar nicht weiß, dass es sich um ein und dieselbe Geschichte handelt. Aber um was geht es hier? Piper Bellinger ist ein Hollywood-It-Girl, doch als sie wegen einer außer Kontrolle geratenen Party und möglicherweise eines klitzekleinen Einbruchs in einen Hotelpool im Gefängnis landet, reißt ihrem Stiefvater der Geduldsfaden. Er dreht ihr den Geldhahn ab und schickt sie in den kleinen Küstenort Westport, wo ihr leiblicher Vater aufgewachsen ist, um sich dort um die heruntergekommene Bar der Familie zu kümmern. Piper ist noch keine 5 Minuten im Westport, als ihr der krummelige, muskelbepackte Fischer Brandon in die Quere kommt. Er glaubt, dass sie keinen einzigen Tag durchhält, aber Piper hat es satt, von allen für ein dummes Blondchen gehalten zu werden. Und nur, weil sie bei ihrem ersten Versuch zu kochen beinahe die Bar niederbrennt, heißt das noch lange nicht, dass sie aufgibt. Sie wird es allen anderen beweisen, vor allem diesem ärgerlich attraktiven Fischer. Es fällt mir gerade super schwer, das zu lesen, weil die Schrift ganz, ganz seltsam ist. Guckt euch mal bitte an, wie die Schrift aussieht, diese E's. Es ist für mich gerade super anstrengend gewesen. Nächstes Mal lese ich es euch wirklich vom Handy-Display vor. Dann durfte ein weiteres Buch mit einem wundervollen Farbschnitt hier einziehen. Und zwar die Blackbird Academy von Stella Tuck. Seht euch mal bitte den Buchschnitt an, den habe ich euch ja auch schon gezeigt. Eigentlich sollte da noch ein Buddy-Read zu starten, aber wir haben es irgendwie immer noch nicht geschafft. Ich muss der Laura mal schreiben. Mittlerweile haben sich nämlich noch 4 andere angemeldet, die das Buch gerne mit uns lesen wollen würden. Von daher müssen wir mal gucken, wie wir das handhaben. Die Blackbird Academy ist ein Ort, der seinesgleichen sucht. Hier werden Exorzisten ausgebildet, deren Aufgabe es ist, die Menschheit vor dem Dämonen zu beschützen. Als Leaf Young in einem Kerker der Blackbird Academy erwacht, kann sie nicht glauben, was ein attraktiver Kerl namens Falco ihr erklärt. Ein Dämon hat von ihr Besitz ergriffen, kurz nachdem dieser ihr einen Dolch ins Herz gerammt hat. Falco ist fasziniert von Leaf. Denn noch nie konnte ein Mensch nach einem Dämonenangriff die Kontrolle behalten, ohne den Verstand zu verlieren. Und so macht die Academy ihr ein Angebot.
Wenn sie sich zur Exorzistin ausbilden lässt, bekommt sie ihre Freiheit zurück. Falco soll sie trainieren, doch was er nicht ahnt, Leaf hört in ihrem Kopf eine verführerische Stimme und diese ist nicht menschlich. Dann sind diesen Monat zwei Bücher von einer meiner liebsten Autorinnen hier eingetrudelt. Das eine habe ich auch schon gelesen als Reread, das andere erscheint erst Anfang Mai und da freue ich mich so arg drüber. Da habe ich auch heute eine Fragerunde auf Instagram gestartet in meiner Story, ob jemand erahnt, welches Buch es ist. Spoiler-Alarm, ihr werdet es wahrscheinlich früher erfahren, weil ich es nämlich erst heute Abend auflöse. Und ja, ihr werdet vielleicht, wenn ich euch das erste Buch zeige, schon ahnen, um welches es sich handelt. Das erste Buch, das hier eingetroffen ist, ist Clockwork Princess von Cassandra Clare. Und ich denke, dazu muss ich euch gar nicht so viel sagen. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsreihen. Ich liebe Tessa, ich liebe Cem. Will ist auch okay, aber Cem ist natürlich mein All-Time-Favorite. Und die Geschichte zwischen den dreien ist einfach so, so faszinierend. Ich habe sie die Woche mit einer Freundin nochmal rekonstruiert, weil die gerade Chain of Gold liest und oder hört. Und da haben wir versucht, uns nochmal an alle Fakten davon zu erinnern. Und da ist mir einfach wieder aufgefallen, wie unglaublich toll diese Reihe ist, wie verstrickt die ganzen Charaktere miteinander sind in diesem ganzen Schattenjäger-Universum. Und das ist auch der finale Band der Clockwork-Reihe, by the way. Also, wer es noch nicht gelesen hat, sollte jetzt vielleicht mal nicht zuhören, weil der Klappentext doch schon sehr, sehr spoilert. Kurz vor ihrer Hochzeit sollte Tessa Gray eigentlich überglücklich sein, wenn nicht die Gemeinschaft der Londoner Schattenjäger in ihrer Existenz bedroht wäre. Denn Tessas Widersacher Mordmain verfügt über eine Armee seelenloser Maschinen, die alles zu vernichten droht. Nur ein Detail fehlt ihm zur Ausführung seines Plans, Tessa selbst und ihre außergewöhnlichen Kräfte. Als er sie in seiner Gewalt bringt, eilen Cem und Will, die beiden Anspruch auf das Herz der jungen Frau erheben, zu ihrer Rettung. Doch am Ende ist es Tessa selbst, die über ihr Schicksal entscheiden muss, um dem Dunkel Einhalt zu gebieten. Und vermutlich habt ihr deshalb jetzt auch schon erraten, was als zweites hier noch eingetrudelt ist heute Morgen. Chain of Thorns, der dritte Band der, ich weiß gar nicht wie die Reihe, die letzten Stunden Reihe, heißt die so? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es die Reihe um Chain of Gold, Chain of Iron, Chain of Thorns. Da ist ja wirklich ewig drauf gewartet worden, dass dieses Buch erscheint. Und ich glaube, das wird auch wieder ein richtig episches Finale. Hier geht es nämlich um Nachfahren von Cem. Aber hört mal selbst. Die Schattenjägerin Cordelia Carstairs ist aus dem edwardianischen London nach Paris geflohen. Zu sehr schmerzt sie die unglückliche Scheinehe mit ihrer großen Liebe James Herondale. Und nun sucht sie vergessen, ausgerechnet mit James bestem Freund an ihrer Seite. Doch unheilvolle Nachrichten treiben die beiden zurück, während alte Feinde sich zusammentun und ein mächtiger Höllendämon nach der Macht greift, hat sich Cordelias Freundeskreis durch Intrigen und Geheimnisse entzweit. Dabei werden sie die Welt der Schattenjäger nur gemeinsam retten können oder in einem letzten großen Kampf alles verlieren. Und dann durfte last but not least heute Morgen ein weiteres Buch einziehen, nämlich Where My Soul Belongs von Kit Auburn. Da habe ich schon so, so viel Gutes von gehört und deshalb musste ich es einfach auch haben, um es dann zu lesen. Macht ja Sinn. Ja, ich finde auch, es ist ein richtig schönes Design, also es wirkt so richtig schön passend für den Frühling. Könnte mir auch gut vorstellen, dass es angenehm so als Sommerlektüre zu lesen ist. Es ist der Reihenauftakt, ich glaube, eines Dreiteilers. Und ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt, weil ich eben schon so viel Gutes gehört habe. Kann es halt auch sein, dass es wieder nicht den Hype wert ist. Also, we will see. Eine Ballonfahrt als Gewinn einer Tombola. Das kann der sicherheitsliebenden Lena nicht mal die attraktive Begleitung schmackhaft machen. Doch als Sam versichert, alles im Griff zu haben, überwindet sie ihre Ängste und steigt ein. Nichts ahnend, dass sie sich dabei auf eine Reise einlässt, die turbulenter ist als das Gewitter, das sie zu einer Notlandung zwingt. Als sie sich in eine Waldhütte retten und dort die Nacht gemeinsam verbringen, findet Sam Lenas Spring Bucket List, eine Liste voller Unternehmungen, von denen Lena zwar träumt, aber nicht in die Tat umsetzt. Heimlich plant er die Ausflüge für Lena, um ihr vor Augen zu führen, was die Welt zu bieten hat. Doch tut er das wirklich für sie oder versucht er damit nur seine eigene Vergangenheit wieder gut zu machen?
Klingt auf jeden Fall sehr, sehr süß und ich bin gespannt, ob sie mich begeistern kann. Die Kleinstadt St. Mellows. Ich liebe ja so Kleinstadtromane. Und mit diesem Kleinstadtroman beende ich auch das heutige Video. Ich bin auf jeden Fall gut beschäftigt mit diesen Büchern. Also mein Sub ist wieder um 13 weitere Bücher angewachsen. Wobei ich eins davon ja schon vor 2 Monaten gelesen habe und eins davon jetzt bereits im Lesemonat gelesen habe. Also übel sie, was am Ende des Monats auf meinem Sub für eine Zahl steht. Ansonsten war es das jetzt einfach von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal. Tschüss!